Aloha, meine Lieben, und willkommen zu den Anziehsachen im Frühsommer, der ganz plötzlich sehr heiß geworden ist. Also vor 2 Wochen habe ich noch Pullover getragen und jetzt plötzlich sitze ich so hier. Zugegeben, ich habe jetzt auch alle Fenster hier zu, weil es sonst vielleicht zu laut würde, aber es ist tatsächlich sehr heiß. Wir hatten gestern, glaube ich, über 30 Grad zum ersten Mal. Und ja, das freut mich jetzt, weil ich habe viele Sachen, die ich euch auch zeigen möchte, die sehr sommerlich sind und die ich bisher noch nicht tragen konnte. Ich glaube wirklich ausnahmslos noch nichts davon. Und ja, wie ihr seht, habe ich auch meine Haare jetzt wieder schön. Auch erst seit 2 Wochen. Ich habe es ja lange aufgeschoben, meinen Kurzhaarschnitt wieder irgendwie in Form zu bringen. Aber das hatte wirklich den Grund, dass ich hatte von Anfang an vor, ich wollte wieder einen Bob haben. Und da musste ich natürlich gerade die Seiten so wachsen lassen. Und ja, jetzt habe ich sie wieder kurz. Und es ist ein bisschen ironisch, weil jetzt kommen ja gerade die 70er wieder und ich, ja, habe jetzt einen 20er-Jahre-Haarschnitt. Aber was soll's, Hauptsache Retro. Ja, fange ich am besten gleich an. Ich bin ein bisschen unvorbereitet. Ich habe das jetzt spontan entschieden, das heute zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich großartig auf Trends eingehen werde heute. Vielleicht, wenn sie mir so währenddessen so einfallen. Also geplant habe ich nichts. Aber ich habe einige Sachen, die ich zeigen möchte. Alles so kleine Fundstücke. Ich habe sicherlich mehr gekauft in letzter Zeit, aber ich suche halt wirklich nur die Sachen raus, die irgendwo ausgefallen und interessant sind. Und das erste ist, glaube ich, auch das, was ich schon am längsten habe, ist dieses Top hier. Das ist aus der Kinderabteilung von Primark. Und wie ihr sehen könnt, mit Flamingos, die sehr dumme Tiere sind, wie mir jetzt auch erst vor ein paar Tagen gesagt wurde. Was ich ein bisschen traurig finde, ich mag Flamingos. Und ja, ich habe beschlossen, das sind hier 2 schwule Flamingos, die sich gerne mit Krönchen schmücken. Ja, und so hat dieses Shirt auch schon eine kleine Geschichte. Ich bin noch nicht ganz sicher mit der Farbe, ob ich das wirklich... Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich es bei der Arbeit anziehen möchte, weil die Farbe ist schon ziemlich krass, aber ich fand einfach die 2 Flamingos so niedlich und musste es kaufen. Ich werde jetzt großartig nicht auf die Preise noch eingehen, ich habe mir die nicht gemerkt, das sind Sachen, die habe ich jetzt auch schon seit 2 Monaten oder so. Aber ich weiß noch meistens, woher ich es habe, also das ist wie gesagt Primark, könntet ihr vielleicht jetzt auch noch kriegen, aus der Kinderabteilung. Dann habe ich ein T-Shirt von New Yorker. Die haben jetzt gerade sehr viele so Disney-Prinzessin-T-Shirts. Und da habe ich mich für dieses hier entschieden. Snow White mit dem Apfel. Ist ein kleiner Insider-Gag, weil ich bin jemand, ich habe jeden Tag zur Arbeit einen Apfel mit. Und deswegen dachte ich, es passt sehr gut. Und ja, ist glaube ich auch das schlichteste Design gewesen. Die anderen sind alle ein bisschen bunter gewesen und irgendwie krasser. Und das hier mit dem Schwarz-Weiß und plus dem roten Apfel, das hat irgendwie was. Wie gesagt, New Yorker, auch sehr neu. Also die kriegt ihr, denke ich, noch. Das ist keine 3 Wochen her, dass ich das gekauft habe. Dann ein T-Shirt, das ich, glaube ich, im Blog schon gezeigt habe. Und sogar in beiden Blogs erwähnt habe. In meinem Bananas-Blog habe ich das T-Shirt erwähnt in einer Review von einer Folge von iZombie, wo das die Hauptdarstellerin mal getragen hat. Und dann habe ich ein bisschen danach gesucht und habe es gefunden. Und zwar ist das dieses tolle OMG aus chemischen Zeichen gemachte T-Shirt. Das gab es, also ich kann euch den Shop nicht sagen, ich kann es euch vielleicht denke ich dran und verlinke es. Das war ein Amazon-Shop, also Marketplace. Und war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Also es ist halt, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Druck, das freut mich, das ist ein Direktdruck und keiner von denen, die man so spürt. Insofern denke ich, das wird auch eine Weile so schön bleiben, ist auch guter Stoff, also gute Qualität. Insofern auf jeden Fall ein guter Kauf und total nerdig und total ich. Habe ich bisher aber auch noch nicht getragen, also wie gesagt, das Wetter ist erst jetzt kürzlich so warm geworden. Wir sind wieder bei den 70ern angelangt. Hippie-Blusen, wir hatten es letztes Mal davon. Da habe ich mir jetzt diese noch gekauft. Die ist aus der Kinderabteilung von H&M. Und jetzt werdet ihr sagen, Kinderabteilung, ja, das ist nämlich Absicht, das soll so weit und groß sein. Und das ist sogar eine Größe 158, also genau meine Größe.
Und wie gesagt, da hätte ich trotzdem zweimal reingepasst. Aber es hat dadurch auch was ganz Luftiges, Lässiges. Ist hinten ein bisschen länger geschnitten. Und ja, was mich halt überzeugt hat, war wirklich so die Spitze hier vorne. Die Ärmelchen sind auch ganz süß. Ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, eher zu einer engen Hose tragen sollte oder Shorts oder sowas. Nichts, was ich mit einem Kleid irgendwie kombinieren könnte, leider. Mit einem Rock meine ich, nicht mit einem Kleid, mit einem Rock. Sähe, glaube ich, komisch aus, aber ja, ist, glaube ich, auch Baumwolle, also sehr schönes Material. Und wie ihr seht, also ich finde auch, gerade wenn man jetzt so bei H&M guckt, die ganzen Blusen, die so für die Erwachsenen rauskommen, die sind nicht halb so schön wie die in der Kinderabteilung. Die haben da gerade sehr, sehr viele. Also wer das größenmäßig hinkriegt, sollte sich da wirklich mal umgucken, weil da gibt es sehr viele solche schönen Blusen. Und wie gesagt, auch meistens bessere Qualität. Also bei Erwachsenen ist es oft Polyester irgendwie oder so eine Mischung mit Elastan. Und in der Kinderabteilung ist meistens reine Baumwolle. Dann habe ich noch eine Bluse. Das war eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich mal wieder beim C&A drin war. Ich bin kein C&A-Käufer mehr, obwohl ich damit aufgewachsen bin. Aber inzwischen sind da die Sachen, also meistens haben sie gar nicht mehr meine Größe. Das fängt irgendwie alles bei 36, 38 an und es ist mir alles schon wieder zu groß. Aber ich war mal aus Interesse drin und habe dann, Überraschung, in der Kinderabteilung diese Bluse gefunden. Ich glaube, dichter werde ich niemals an ein Hawaii-Hemd rankommen. Ist normalerweise, wäre das gar nicht das, was ich so tragen würde, so krass bunt. Aber ich habe die gesehen und es war lieber auf den ersten Blick und ich dachte, das probierst du jetzt. Und vor allem, weil ich liebe Blusen, also ich trage Blusen lieber als T-Shirts, das muss ich echt sagen. Ist aber inzwischen schwer geworden, noch schöne Blusen zu finden. Also meistens kriegt man halt nur noch einfarbige und selten welche mit Mustern drauf. Und wenn, dann sind es halt irgendwelche total dämlichen Muster oder es sind halt wieder Herzchen, was nicht immer sein muss. Und deshalb war das hier wirklich ein Glücksgriff mit Blumen und Schmetterlingen und allem Möglichen. Und es ist sommerlich. Es hat wirklich sowas von einem Hawaii-Hemd und ist was, was man wirklich zu allem tragen kann, glaube ich. Muss halt nur einfarbig dann dazu sein, keine anderen Muster. Und ansonsten aber ganz normal geschnitten, also nichts Besonderes. Die Ärmel sind ein bisschen sehr kurz, also es sind keine richtigen längeren Ärmel, sondern sehr kurz. Schön für den Sommer und ja, auch ein schöner Fund und wie gesagt C&A, wo ich normalerweise nicht hingehe. dann habe ich noch zwei größere Sachen, nämlich zwei Kleider, die glaube ich auch das teuerste auf dem ganzen Stapel sind. Das hier habe ich schon vor einer ganzen Weile jetzt gekauft, hatte es bisher noch nicht an. Ich freue mich jetzt drauf, dass ich es endlich tragen kann, weil das Problem ist, das hat zwar ein Unterkleid, aber das Unterkleid ist auch aus Baumwolle. Das heißt, wenn ich da eine Strumpfhose drunter ziehe, schiebt sich das immer hoch. Das heißt, ich müsste dann zusätzlich noch ein Unterkleid tragen, dann hätte ich drei Schichten und das ist mir dann zu warm. Aber jetzt, wo ich es ohne Strumpfhose tragen kann, kann ich es so tragen, wie es ist. Und zwar ist das von Orsay, man sieht es ja glaube ich auch. Und kam, ich weiß gar nicht, 40 Euro oder sowas. War aber auch so ein Glücksgriff. Ich bin in den Laden rein und die hing relativ am Anfang beim Eingang und habe das gesehen und habe gesagt, dieses Kleid kaufe ich jetzt. Also ich habe es erst danach anprobiert und mir es genauer angeguckt, aber ich habe es gesehen und gesagt, dieses Kleid kaufe ich. Und habe es auch gemacht. Ist halt, es ist halt nicht so ganz so bunt, weil hier auch immer ein bisschen Weißfläche ist und von oben ein paar Blumen kommen und von unten ein paar Blumen kommen und dadurch hat das was sehr Leichtes und ist auch sehr gute Qualität, also ist komplett aus Baumwolle, wie gesagt, mit dem Unterkleid auch. Gürtel gibt es auch noch dazu, den man da glaube ich auch braucht, sonst sieht es irgendwie ein bisschen hier so ein bisschen seltsam aus. Aber ansonsten ganz einfacher, schöner Schnitt, tailliert mit ausgestelltem Rock, super Kleid. So. Und das zweite Kleid, das habe ich erst vor kurzem gefunden bei H&M. Ich glaube, da gehen viele dran vorbei, weil das sehr krasses Blumenmuster ist. Aber das haben die jetzt gerade auf vielen Sachen, auch auf Blusen und Tops und sowas. Und für mich muss es dann natürlich das Kleid sein. Kam, glaube ich, auch 40 Euro. Ist von der Qualität her etwas leichter. Ich glaube, es ist Viskose. Hat aber auch ein Unterkleid, in dem Fall Polyester.
Insofern ist das auch vielseitiger, das Kleid, weil das kann ich jetzt im Sommer so tragen, kann ich aber auch, wenn es kühler ist, wieder mit einer Strumpfhose tragen, problemlos. Ja, das Besondere dann, also was mir nicht so gefällt, ist halt dieser große Reißverschluss hinten, den man auch so sieht. Aber ja, man kann nicht immer alles super haben. Aber was ich ganz toll finde, ist der Rock, wie der geschnitten ist. Der ist nämlich in der Mitte länger, also hier vorne und hinten ist ein bisschen länger und an Seiten dafür kürzer. Und man sieht das so schön. Dadurch hat das so besonders viel Schwung. Also wenn man das trägt und dann sich wirklich, wenn man läuft oder sich dreht, dann schwingt das die ganze Zeit super mit. Und solche Schnitte findet man nur noch selten. Und ansonsten ja eben auch ärmellos. Ist so eine typische deutsche Sache, glaube ich, irgendwie so mit den ärmellosen Sachen, keine Ahnung. Ich hätte es gerne öfter mal so mit kleinen Ärmelchen oder so, aber ja, so geht's auch, gerade wenn es jetzt so heiß ist. Also heute wäre es wirklich ein Kleid, was ich tragen könnte. Ja, wie gesagt, H&M gibt es zurzeit noch, ist wie gesagt gerade ganz aktuell. Und das Muster, wenn euch einfach nur das Muster gefällt, findet ihr da garantiert auch Tops und Blusen damit. Die haben sie da gerade in Massen. So, und dann habe ich noch eine Sache, die zum ersten Mal möchte ich ja auch mal Schmuck zeigen. Ich kaufe nicht so viel Schmuck, aber das konnte ich mir nicht entgehen lassen, wo ich das gesehen habe. Und zwar, also das war ein Zweier-Set, ich werde das mal einzeln zeigen. Die gehören aber zusammen eigentlich. Ich dachte auch, das wäre eine Kette mit zwei Hängern. Und wo ich es dann auspackte, stellte sich heraus, dass es zwei Ketten sind, was gar nicht schlecht ist. Und zwar sind das hier diese kleinen Dinosaurier. Also hier haben wir einmal einen Brontosaurus. Ich hoffe, das stellt jetzt scharf an der Stelle. Einen Brontosaurus. Ja, ich kenne mich aus, ich bin ein Nerd. Und ein Stegosaurus. Und die ist, glaube ich, etwas kürzer. Sind aber beide verstellbar. Und die Idee ist einfach, dass man die zusammenträgt. So dann. Aber man kann sie eben auch einzeln tragen. Die waren auch gar nicht teuer. Also die kamen, glaube ich, 3 Euro oder 4 Euro oder sowas. Waren sehr versteckt. Also ich bin, normalerweise finde ich bei H&M auch keinen Schmuck, muss ich ehrlich sagen. Es gab immer mal so Fälle, wo ich welche im Katalog gesehen habe von denen. Und wo ich dann hinkam, waren die schon weg, weil ich einfach nur zu langsam bin. Und auf der anderen Seite haben die aber jetzt auch gerade viel, was so schwer und groß ist und was an mir einfach dämlich aussieht, weil ich so zierlich bin. Und solche kleinen Ketten haben die eigentlich nicht mehr so oft. Aber wie gesagt, die habe ich gefunden durch Zufall, weil ich halt wirklich ein bisschen genauer geguckt habe mal. Und die waren aber trotzdem sehr versteckt und auch alle sehr verknotet. Bis ich dann mein Exemplar frei hatte, hat es ein bisschen gedauert. Aber auf jeden Fall jetzt echt Lieblingsketten. Ich trage meistens den Brontosaurus, den mag ich lieber. Aber ja, auf jeden Fall, falls euch sowas gefällt, sucht da wirklich mal. Könnte sein, dass es die noch gibt, die habe ich noch nicht so lange. Ja, und das war's eigentlich. Ich habe nicht so viel Geld ausgegeben für Klamotten in letzter Zeit. Ihr könntet auch erraten, warum, wenn ihr mal hinter mich guckt, meine Wand ist neuerdings blau. Ich habe jetzt mein Traumschlafzimmer, das seit kurzem. Also ich habe jetzt gerade eher Geld in meine Renovierung investiert und was auch so ein bisschen in die Richtung Mode geht. Insofern darf ich das hier erzählen. Ja, ist alles gerade ganz neu hier und ich werde auch, also wenn das Video online geht, werde ich schon einen Blog drüber geschrieben haben. Insofern ist es eigentlich Blödsinn, dass ich jetzt drauf eingehe, aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Bilder zeigen und ein bisschen erzählen. Und ja, wie gesagt, Trends bin ich jetzt gerade nicht so auf dem Laufenden. Ich habe auch Urlaub, ich weiß gar nicht, was gerade bei uns im Büro abläuft. Aber beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Wer weiß, wie schnell das geht, dass ich jetzt wieder Sachen sammle. Weil wie gesagt, ich habe jetzt viel Geld ausgegeben, auch für einen neuen Computer. Bin sehr gespannt, wie sich dieses Video jetzt schneiden lässt. Hoffentlich dauert es nicht mehr 6 Stunden, um das alles zu konvertieren und so. Weil ich jetzt das auf meinem richtigen Rechner machen kann und nicht mehr auf dem Notebook machen muss. Ja, das war es im Grunde für heute. Ich weiß nicht, was mein nächstes Video sein wird. Ich habe hier in meinem schlauen Buch, was ich hier die ganze Zeit liegen habe, zwar den Bücherstapel, aber wie ich da schon gesagt habe, ich habe jetzt in letzter Zeit im Urlaub natürlich nicht so viel gelesen, weil ich nicht so viel mit der Bahn unterwegs war. Insofern kann es sein, dass ich das überspringe und gleich zur Teestunde wiederkomme am Ende des Monats, aber das werden wir sehen. Und ansonsten, bis dahin habt ihr immer noch meine Blogs, alle beide. Und ja, genießt das Wetter, genießt wirklich vor allem jetzt das warme Wetter, wer weiß, wie lange es so bleibt. Ich glaube, es soll heute schon wieder regnen.
am Nachmittag irgendwann und ja, bis demnächst. Tschüss.